Meine Lieben, ihr habt gerade ein paar Tage in der Toskana hinter euch mit der Fotoreiserei. Wie hat es euch gefallen? Erzählt es einmal. Grandios, sensationell. Viel Spaß und es war richtig, richtig klasse. Extrem abwechslungsreich. Oh ja. Eine Überraschung nach der anderen und das Wetterglück war wirklich, wirklich uns hold. Da haben wir irgendwas richtig gemacht und ja. Der Wetterfrosch dürfte das sehr gut berechnet haben. Es war ganz einfach geil. Bisschen viel Nebel. Das war schön. Das war sehr schön gesagt, Thomas. Einfach nur geil. Ich hoffe, ihr habt neben dem ganzen Landschaft anschauen, genießen, essen, italienisches Lebensgefühl ein bisschen was gelernt auch. Ja, absolut. Oh ja. Ja, was waren so die größten Learnings für euch? Schwarz nie ins Plus. Bitte? Schwarz nie ins Plus. Mhm. Zumindest nicht 100. Ja. Doppelte Brennweite für aus dem Handfotografieren. Die Belichtungszeit, doppelte Brennweite. Danke. Und was nicht nur so technisches habt ihr auch gelernt? Bildaufbau wirklich genau und langsam konzentriert machen, nicht husch-husch. Ja. Auf die Ränder achten. Ah, ja, sehr gutes Learning. Die Farben in der Toskana sind anders wie in anderen Städten, Ländern. Genau, kann man nicht alles gleich bearbeiten. Genau. Ja. Wenn der Himmel nicht besonders ist, vielleicht ihn doch etwas mehr weglassen. Genau, nicht halbe Einteilung, sehr gut. Genau, immer in Bewegung bleiben, Perspektive wechseln. Ja. Und es gibt viele Details auch in der großen Landschaft. Genau, ja, einmal ja auch ins Detail gehen und nicht nur das Große mit dem Weitwinkel sehen. Fokussieren. Ja, passt. Es war für mich auch eine große Freude. Mir hat es voll getaugt mit euch. Und ich hoffe, wir sehen uns dann beim anderen Workshop auch wieder. Auf alle Fälle. Da freuen wir uns heute schon drauf. Genau. Ja. Sehr gut. Passt. Danke. Jawohl!